Das ist so eine kranke Scheiße. Ohne Scheiß. What? Ich glaub selber nicht, aber das ist einfach nur behindert. Da musst du selber lachen, ne? What? Die Weichen auf die dunkle Seite, als ich ja, mit der V1 hochgeschossen oder was? Seite bauen da so eine Basis in Form eines riesigen Hakenkreuzes und von da aus fliegen wir dann 2018 auf die Erde. Und hat sich Hitler trotzdem selbst umgebracht? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, das ist so wild. Alter, das ist so amerikanischer Film, oder? Was? Es ist ein amerikanischer Film. Nee, das ist, glaube ich, sogar ein deutscher Film, das aber aus so einer Privatdingens da auch, von der NPD finanziert. Ja. Ach du Scheiße. Aber auch so eine kranke Idee muss dann erstmal kommen. Fuck. Scheiße. Was denn? Ich hab weder Spitzhacke noch Holz dabei und habe mich jetzt hier zugebaut. Oh, das ist semi-optimal. Jetzt muss ich den Stein mit der Hand wegkloppeln. Es regnet. Und da spawnen die Monster, das gibt's doch nicht. Und ich muss den Stein wegkloppeln. Ach, Kacke. Was hörst du denn für Musik? Momentan von Monster Hunter Try. Achso. Das ist schön. Schönes Orchester. Ja. Monster Hunter ist schon was Besonderes. Oh. Oh, jetzt muss ich mich hier mit der Hand durch die ganzen Steine durchklopfen. Und am Anfang fandest du es schlecht, das, ja. Ja, das war aber nur, weil ich ganz am Anfang mit Großschwert gespielt habe und damit noch gar nicht umgehen konnte und immer gehittet wurde von dem Viech. Da hattest du doch mal bei mir kurz gespielt, oder? Beim Jan hatte ich mal das ausprobiert. Ja, stimmt, und da hatte ich dich die ganze Zeit angegriffen. Und du hast mit dem Brustwert, glaube ich, versucht, Vespoiden anzugreifen, ne? Ja, und hab die nie getroffen. Ich glaube, das war mein allererstes PSP-Spiel. Das ist auch... Nee, das ist... Okay, Motorstorm war mein allererstes PSP-Spiel, aber das war bei der PSP dabei. Ich habe es ja auch nur zwei PSP-Spiele. Ja, Loco Roco und Monster Hunter. Ja. Und Loco Roco nur, weil es bei der PSP dabei war, oder? Genau. Aber Monster Hunter reicht auch für sehr viele 100 Stunden aus. Ja. Für sehr viele 100 Stunden. Ja, sehr, sehr viele. So, endlich zu Hause. So, jetzt hol ich mir erstmal ein bisschen Holz mit. Bald sind die Ferien ja schon wieder vorbei. Ja, leider. Ich muss noch 3 Referate machen. Was? 3 Referate? Ja. Ach du Scheiße. Ist das nicht irgendwie Quälerei? Ja, also ich habe mich frei dazu entschieden, die zu machen. Ach so. Ja, dann bist du selbst schuld. Dann kriegst du auch kein Mitleid von mir. Oh. What is up with you? Creeper. Ah, das ist ever blöd. Und wenn sie dann sich auch noch auf der Farm rumsprengen. Ja, das ist kacke, ne? So. Was haben wir denn da?
Jetzt habe ich mir einfach mal jede Menge Schwerter gemacht. Ist es Nacht? Nee, es regnet nur. Ja, komisch. Timo, Titanic kommt jetzt auch in 3D wieder. Ja, das ist so ein Schwachsinn. Oh. Echt, wieso kommt sowas in 3D? Weil es nicht für 3D gemacht ist. Ja, was mal, also... Das bringt doch nichts. Ja. Hallo, das ist ein Liebesdrama. Da braucht man kein 3D. Ist sowieso voll überbewertet. Ich find's eigentlich ganz cool. Ja, es ist ganz cool, aber es wird ja überall so als mega notwendig abgestempelt. Und das Lächerlichste ist, dass es ja eigentlich schon vor 10 Jahren gab. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum das jetzt erst kommt. Ich kannte das auch schon als kleines Kind. Ja, gab's ja extra so 3D-Kinos, auch so Jahrmärkte und so. Kann ich mich noch erinnern. Oder und im Phantasialand. Ja. Zombies schlachten. Und Schneebiom kann man kaputt machen, indem man genug Schnee wegmacht, oder? Der Schneebiom bleibt aber trotzdem. Achso, ja, okay, dann ist es unnötig. Mit Weizen kann man nichts als Brot machen, oder? Ach, ich könnte mal Tiere herlocken eigentlich. Ja. Aber im Moment lebe ich ja von Brot. Ich bin jetzt die ganze Zeit nur Erfahrungspunkte am Sammeln. Für deine komischen Enchantment Tables. Genau. Die in my opinion sinnlos sind. Aber wir werden ja schon später sehen, was er drauf hat. Ich habe ja mittlerweile schon 119 Abonnenten. Ja, ist doch gut. Ich müsste eigentlich mal ein Special machen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Vielleicht mal so ein Real-Life-Video. Lieber nicht. Ich wüsste aber gerne mal, wie die Zuschauer sich mich vorstellen. Na, wenn du kein Real-Life-Video machst, dann denken die, ich wäre so ein Mega-Nerd oder so. Ja, aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, wie die Zuschauer denken, wie ich aussehe. Weil Kronk hatte ich mir eigentlich auch anders vorgestellt, bis ich ihn mal gesehen habe. Der hat ja jetzt irgend so einen YouTube-Preis gewonnen. Was denn? Der Kronk. Ja, was denn für ein Preis? Ja, irgendwie, man konnte irgendwie so Videos machen, ne? Hm. YouTube-Preis. Und dann konnte man so Videos machen und YouTube hat und Kronk hat mit irgendwie GTA Real Life gewonnen, ne? Ach so. Und da hat der Kronk eigentlich gesagt, dass es eigentlich unfair war, weil es sehr viele bessere Videos gab als seins. Aber anscheinend haben alle seine Fans für ihn gestimmt. Ja. Und Kronk sieht sich selbst nicht als Star. Ist er aber irgendwie schon. Ja. Ich glaube, der hat als Beispiel, ja, der hat als Beispiel sogar Justin Bieber genannt. Boah. Der hat im Interview gesagt, solche Leute wie Justin Bieber sind Stars, die 500 Millionen Klicks haben. Und er mit seinen paar hunderttausend Klicks, der ist bei weitem davon entfernt. Ich höre gerade schön die Reiter von Rohan. Ah, die Reiter von Rohan. Die sind... Das sind, glaube ich, die besten Reiter aus Mittelerde. Wenn mich... mein
Allgemeinwissen von nicht täuscht. Mhm. Von The Lord of the Rings. So, welches Level bist du? 4. 4. Ich bin jetzt 10 und ich war eben noch 1. Ach, du mit deiner dummen Falle da. Wow, das ist einfach mal 3 auf einmal gespawnt. Ist doch nett. Meine verliert ab einer Höhe von 4 Leben, oder? Ab einer Höhe von 3, glaube ich sogar schon. Ach so. Meine Farm sieht von oben ganz cool aus. Meine oder deine? Meine. Ach so, könnte ich ja mal vorbeigehen, gucken. Du darfst aber nichts kaputt machen, ne? Hm. Wir können ja jetzt den Vertragspakt schließen, man darf bei keinem der anderen was kaputt machen, ne? Okay. Und auch nichts aussehen, man darf Truhen von anderen nicht öffnen, ne? Ja. Das machst du ja gerne mal. Es wurde, ist jetzt auch offiziell abgeschlossen, dass man es nicht darf, okay? Okay. Okay, die Zuschauer haben mal gesagt, dass sie es lustig finden, wenn ich von dir was aus der Truhe nehme, aber jetzt ist... Jetzt ist gut. Jetzt darf ich. Obwohl, sag du, bist du gerade in meinem Haus? Nee, ich bin in meiner Höhle. Hoffentlich. Ich werde dich schon nicht anlügen. Ich bin schon Level 11. Was hast du dir da eigentlich für eine Falle gebaut? Ja, keine großartige. Da ich stehe hier in der Wand, habe einen Block vor mir und die spawnen einfach nur, die Zombies, und ich greife die dann an. Einfallsreich. Mehr oder weniger nicht einfallsreich oder so. Ja. Ich glaube, gerade kommt im Hintergrund Ariel. Was, Ariel? Das ist halt ein Witz, oder? Die Playlist ist nicht von mir, die ist von du weißt schon wem. Ach du Scheiße, Ariel. Ariel, die Meerjungfrau. Heilige. Oh, Lapis Lazuli. Bist du gerade in der Höhle? Ja, in meiner aber. Hm. Also die, die unter meinem Haus ist. Ja. Und ich bin schon Level 12. Ich nicht. Und hier beim Kämpfen gegen die Zombies verliert man ziemlich schnell Hunger. Ich bin immer noch Level... Ohne Scheiß, das ist Ariel. Woher weißt du das? Weil ich Kingdom Hearts gespielt habe. Also. Na, Timo, da habe ich eine gute Ausrede gefunden, oder? Und ich Kingdom Hearts sehr toll finde. Aha, du findest Ariel toll. Bedingt nein, aber die Ariel-Welt war in Kingdom Hearts 1 eigentlich wirklich gut. Hm. In Teil 2 war sie richtig schlecht. Weil da musste man nichts machen bis auf Singen. Oh. So wie bei DSDS. Aber bei DSDS geht ja gar nicht ums Singen, es geht ja nur um das alles drumherum, wie sich fisten und ja, und hey. Hat sie sich direkt beim